Let's play some games, weil Zocken geil ist. Und weiter geht's mit unseren Quests. Ich wollte eigentlich aus dem Gate raus, aber das scheint so eine kleine Questreihe zu sein. Ich soll hier an der Finstereisenmine mit der jungen Dame hier reden. Und schauen wir mal, was passiert. Ja, wir wollen uns gegen die Kobolde zur Wehr setzen und dem ordentlich auf der Mütze geben. Einen Köder legst du am besten in Nähe eines Verstecks aus, wo du dich auf Lauer legen kannst. Jo. Köderkiste am Zielort platzieren. Der in der Mine ist. Wieso zeigt sie dahin? Mädel, da muss ich da rein. Auf in die Finstereisenmine. Mal schnell meine noch ein bisschen umgestellt oder verstellt eher. Was soll er denn? Ui. Na, da helfen wir gleich mit. Das ist die andere Quest, nämlich. Da kann ich ihm mal eben helfen, mithelfen. Die hat er nämlich wahrscheinlich nicht alleine geschafft. Das ist uns ein Jahr leichtes. So. Ist er? Jetzt heilen wir ihn noch. Ja. Nein, Dankbarkeit ist nicht für jeden ein Begriff. Aber gut. So, das sieht natürlich stark hier nach einem Kampfort aus. Also, räume ich erstmal auf. Denn was ganz Böses passieren könnte, zum Beispiel die kämpfen, irgendein AOE passiert oder so und die ganzen Ads greifen an. Dann habe ich ein Problem. Also, mache ich die auch eben weg. Wo bist du? Ach, da oben. Jo. Einmal aufgeräumt. Dann platzieren wir mal den Köder. Wie denn? Benutzen. So. Ich wette, gleich kommen hier lauter Hallo, hallo? Habe ich mich im letzten Moment bewegt, ne? Nochmal. Jetzt. Etwas Abstand. Ah, die Fledermäuse kommen so schnell wieder. Ich warte. Ach so, da warten. Ich warte. Dumm, die dumm, die dumm. Hallo, hallo. Jetzt kommen die bestimmt gleich alle. Ja, aber klar. Karbankel geht sofort hin. Ach, siehst du, das waren nämlich die von eben. So, eben einen kleinen Moment warten. Bis Karbankel weg ist. Quatsch, bis Karbankel weg ist. Bis Karbankel angegriffen hat. Tot. Bei mir ist noch alles okay. Da. Denn ich meine und hoffe, dass wenn ich natürlich Dots am Anfang anwende, also Damage over Time Spells, dass diese einfach noch nicht so viel Hate verursachen.
Kabakel dann halt in dem Sinne tanken kann. Yeah, das war's. Mit Anok? Anok ist doch... Oh. Ich will aber nicht ganz zurück wieder... Na gut. Boah, das ist ein Fate-Event. Yeah. Wartet auf mich. Ich will mitmachen. Fledermäuse mit Biss. Wartet auf mich. Da, Höhenfledermause. Mause. Mäuse. Wieder. Fake-Event. Fake-Event heißt eben mal für einfach dabei sein. Geld und Erfahrung bekommen. Je nachdem, wie viel man mitmacht. Einer fehlt noch. Da. Und ich habe eine Goldauszeichnung gekriegt. Sprich, ich habe genug mitgemacht. Tada! Nö. Ich glaube, der macht den kleinen Keller einfach nur platt. Ich hab's da mit der Gockelbuchse eigentlich fertig. Ich möchte nämlich gerne wieder oben zurück. So, Anok, was hast du denn für mich? Jo. Du bist ein guter Freund von Baderon, oder? Wenn du mir sagst, wer das ist, ja. Guten Draht zu Gelbjacken. Achso, in der Stadt, ja. Mit Baderon sprechen. Und der ist wo? Ach, das war der in der Gilde. Ah, sehr cool. Vielleicht reicht es ja dann, dass ich jetzt endlich ein bisschen vorankomme. Hä? Ach so, Sommerfurthöfen, den soll ich noch ansprechen. Ja! Das werden wir jetzt auch machen, indem ich... Ach, bei der kurzen Entfernung möchte ich nochmal sehen. Kann ich mir die Questliste nochmal in Ruhe angucken und wir reiten mal zu den Sommerhöfen. Möchten Linien-Schokobo nach? Nö. Limsalomisa? Nein. Urabi-Trockendocks? Kenne ich auch nicht. Wo sind die denn? Tolle Idee, schlechte Ausführung. Dann nehmen wir einen Teleport. Wir haben es ja nicht. Aber schon sind wir hier oben in den Sommerhöfen, wo ich hin wollte. Yeah. Sie haben keine Kobolde gesehen. Mhm. Danke. Ich habe das Ziel erreicht. Ich soll nämlich hier die Höfe erreichen, damit es hier jetzt eigentlich normalerweise im Questhop weitergeht. Schokobo-Verleihere? Okay. Achso, man muss mit jeder Schokobo-Verleiherin, glaube ich, einmal reden, damit dieser Punkt dann aktiviert wird.
Also man muss zumindest einmal zu Fuß irgendwo hingeritten sein oder halt frei reiten. So. Ah, kann nur nach Limsalumsir. Okay. Jo, ab jetzt habe ich diesen Punkt. Eigentlich hätte ich ja gern ein freies Schokobo. Ich glaube, das gibt es nur in den Hauptstädten. Oder ein eigenes, das wäre noch viel cooler. Aber wie es das gibt, weiß ich nicht. Scherenschnitt. Was haben wir da? Na, auf geht's. Es lichtet sich so langsam, wo ich den Supertrank herkriege. Ich glaube, ich kann den in der Stadt kaufen. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Oh, vielleicht schaffe ich noch den Fate-Event. Wartet auf mich! Grenadiere kloppen. Nein, jetzt rennen sie gerade weg. Seht ihr, es reicht nicht einfach dabei zu sein, sondern man muss schon was aktiv dafür tun. Schade. No. Pech gehabt. Ah, hier geht's weiter mit unserer Epic Quest-Reihe. Schauen wir mal. Der Abstieg. Okay. Da leuchtet was. Och, er ist ganz kaputt. Ah ja, die Piratenbande, der Arme, der fällt immer irgendwo rein in Ärger und kann da ja eigentlich gar nichts für. Jetzt soll ich Severins Spießgesellen retten. Die dann da hinten irgendwo sind, ja. Mann, 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 Mann. Ein Wasserhexagon, cool. Tut mir leid, du musst da hinten warten. Ich will den da erst angreifen. Ey, wo ist mein Kabankel? Ah, doofer Plan. Stirb! Du Unhold. Ah, Gott sei Dank. Wo habe ich den denn verloren? Wahrscheinlich beim Teleport. Was halt cool ist, ich kriege von diesen Elementaren halt auch Scherben. Die braucht man dann für Synthesen, die dann Wasser brauchen. So, was hat er jetzt? Steh auf, du armer kleiner Galka. Ah, oh, diese Feiglinge. Naja, guck, da geht's auch. Severin ist vorgerannt, ja, ja. Der Kampf von der Preis des Verrats beginnt. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 13 zugelassen. Ja, ja, ich bin ja noch nicht 13. Das heißt, wir werden diesen Kampf in der nächsten Folge machen. Weil das ist ein guter Einstieg. Wir sehen uns hoffentlich übermorgen. Seid doch mit dabei, wenn ich einen kleinen instanzierten Kampf mache. Bis bald, euer Kala.